Hey Leute, willkommen zurück zu L.A. Noir. Es geht weiter mit einer höflichen Einladung. Und zwar alte Kriegskameraden, die sich zusammengerauft haben und jetzt vielleicht Kumpel sind, wer weiß. Wenn das so lange die Sache hier andauert, hä? Oh, Cole ist gar nicht mit. Na gut, dann sind wir halt allein ins Stadtarchiv. Hello there. The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. Wisst ihr noch, dass wir mit Cole hier waren und da hat sich leider ein bisschen was von der Decke gelöst. Das Ding ist gar nicht mehr da, dieser riesige Leuchter. Ah, Land Registry Office. Ist es da? Ja. Oh, guck mal, wie prunkvoll das hier ist. Schick, schick. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. Mhm. Ja, also bei Kelso geht alles so ein bisschen ruhiger vonstatten. Er ist nicht wirklich der... Er ist halt noch nicht wirklich der Polizeigewaltmensch. Er hat halt nur seinen Spürsinn und versucht, den Fakten nachzugehen. Aber ich finde ihn irgendwie so von der Art... Ziemlich cool, also ich mag ihn. Genau, die Sons of Bitches, das meine ich. Die Sons of Bitches. Warte mal, nee, das war... Nein, warte. Davis, nein. Ach, da haben wir es doch. Suburban Redevelopment Fund. Leland Monroe. Fletcher Bron. Oh Gott. Donald Sandler, William Morrill, nee, Worrell, Curtis Benson, Raymond Gordon, Dr. Harlan Fontaine, aha, und Courtney Sheldon, Sheldon ist auch dabei. Okay, ich kann jetzt überall drauf tippen, aber du weißt schon, dass es das hier ist, ne? Ah. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? Der hat nur das kleine Protégé und macht, was der liebe Dr. Fontaine ihm sagt. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes das merkt er sich, ja. Come with me. Das merkt er sich einfach so und der andere, der merkt sich das wahrscheinlich jetzt auch nochmal so. I believe that is in the Wilshire area. Ja, genau. Wenn du jemandem im echten Leben sowas erzählst, der wird erstmal sagen so, what? 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north, 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Okay. The lot number is 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least a million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here. Use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Okay, ihr macht's ja ganz schön kompliziert. 1876988 divided by 90,000. Yes. Was war's nochmal? Warte mal. 988, ne? Ja. Oh, das ist aber ganz schön geheimnisvoll.
Was zur Sache? Sowas kennt man gar nicht mehr, solche Rechenmaschinen. A starts at zero, so you want to add one to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle. You are in business. You do this every day? Okay, was ist der 21. Müsste U sein. Ich hab mir die jetzt echt abgezählt. Ja, ich weiß, ich weiß. Let's see what the site is worth. Mm. 988, ne? 187. Your book value is 350. With the new home in place, the improved value of the property is 3500. They can make a killing. But how do they pull it off? Oha. Bitte was? Know why I plumb for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Genau, ihr Penner. Ow. Throw out the gun. Der Pisser. So, das bleibt alles hängen aus dem Krieg. Leider. Aber es hat geholfen, die Situation zu überleben. Puh, Schweinebacken. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor? The district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Das größte Schwein von allen. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it. But it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Aber na, Eva Junge. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Glaube ich auch. Sobald das alles rauskommt, dann muss einfach nur Sheldon in den Knast und alles ist gut. Dann sind alle zufrieden. Und er ist halt so naiv und frisst das einfach und denkt, der will nur gut. Der will ihm nur Gutes, dieser blöde Dr. Felton. Ich hoffe, den kriegen wir so dran, Leute. Oh. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe.
but I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Schön mit der Knarre erstmal. Ganz höflich. Ach ja, John Noble übrigens. Ja, soll ich da einfach hinfahren, ja? Oh, guck mal. Hallo, hallo, hab ich dich schon? Nee, hab ich nicht. Warte, was stand da? Prachtvolles, was? Warte, warte. Prachtvolles Haus mit Garten, Wohnort und Lilith Monroe. Ja, wie weit muss ich dafür fahren? Okay, das geht eigentlich. Das fahren wir jetzt mal so. Ich hoffe nicht, dass ich von der Polizei aufgegriffen werde, Leute. Das wäre nicht so toll. Wenn ich jetzt ein Auto geklaut habe, wisst ihr, deswegen... Es ist vom Nachbarn geliehen, das ist abgesprochen. Wenn er was sagt, dann... Lässt es ja als Ausrede nutzen. Control your car. Ja, ne, sag's ihm. Sag's ihm, Kelso. Ne, wirklich, ich finde den Kerl sehr sympathisch. Der ist auch nicht so... Weiß nicht. Also Cole fand ich bisweilen sehr... Sehr aggressiv in dem, was er getan hat. Er benutzt halt ein paar böse Worte, aber das ist glaube ich, dann als Ausgleich. Naja, ich fluche auch manchmal wie ein Kesselflicker, aber eigentlich bin ich ein ganz sanfter Mensch. Ganz sanft. Bad driving. Ich würde dann wahrscheinlich hier die Nase brechen, ohne dass das jemand mitkriegt. So sanft bin ich. Also sollte ich mal in so einer Situation sein, dass ich mich gegen Gangster wehren muss oder sowas, dann ja, ist wahrscheinlich dann auch bei mir. Oh! Wieso habe ich keine Option? Oh Gott, das ist... Ah, guck mal, da bin ich wieder gelandet. Ah, komm, kann ich da nicht durchfahren? Guck mal, Leland Monroe hat nicht weit von hier seine Villa. Kann ich da durch? Komm. Ah! Den Zaun, komm. Nein, ich kann nicht durch den Zaun. Das ist doch lächerlich. Da kann ich nämlich schön sein Unheil angucken, was er angerichtet hat. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie er hier schnell wegkommt. Aber er schafft's. Ich werde jetzt ein bisschen Faulheit skippen. Ah, ich bin echt gespannt, Leute. Kriegen wir den dran? Viel ist ja nicht mehr. Oh, ist das Tommy Angelo? Mafia 2? Nein. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Pele Lu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of two at the ready. Boah, wie cool das Spiel jetzt nochmal wird. Und ich finde wirklich, also Jack wird immer cooler in meinen Augen gerade. Der hat die Männer im Griff, weißt du, bei Cole war es halt, naja, der war viel zu Stock im Arsch. Huch! Oh nein! War einer von meinen? Okay, tut mir leid. Alter, wie der abgeht.
That's it. Out of ammo. Ach man. Ich kann gerade nicht so gut zielen, ich weiß auch nicht. Keep your head down. Das ist doch noch lauter. Oha. Weapons on the ground now. This one got your name on it. Almost out. Need a new weapon. Real clever. I'm gonna find you. Ach komm, der ist gerade durchgerannt. Scheiße. Na komm, dann nochmal. Ah, von hier. Hey, ich will auch nicht geklappt. Your buddies are dead. Was ist für ein Kaliber haben hier? Alright, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Boah, weißt du, es ist so cool, Jack, man, du bist die coolste Sau ever. Ich sag euch, warum haben wir nicht schon vorher Jack spielen können? Dann wäre wahrscheinlich Cole. Ich mag Cole auch, aber er wäre wahrscheinlich eine Enttäuschung gewesen, ne? Okay, wie komme ich jetzt rein? Einfach mal die Tür eintreten hier. Na gut, das mache ich halt. Das kann ich gut. Komm her. You can walk out. Oh. You can walk out or you can die. Gut, wenn man sich hier nicht auskennt. Ja. Also ein bisschen wie Mafia, oder? Ich kann wieder Mafia 2 spielen, das war noch richtig gut. Das dritte leider gar nicht gut, aber... Erschieß sie! Nein. Wow, die Dame aus dem Büro. Hörst du auf, Lady? You're a very sweet looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Ah! Oh. I didn't think you had the guts, sweetheart. Ich glaube, das wäre aus Nervosität. I was never very good at reading women. Und noch einen coolen Spruch hinterher. Where are you, damn it? Ich bin gerade so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen einen Man-Crush auf Cole. Auf Jack, meine ich doch. You want me? You got it. Weißt du warum? Weil ich Bock drauf habe. I got you now, motherfucker. Put the weapon down now. Put that cookie down now. Sehr gut.
ist er ja. Der Schelm. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch. How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. Der wird definitiv verbluten mit der Wunde. What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Alter. Der arme Kerl, ich meine, es war ein echter Drecksack, aber das hat er nicht verdient, dass man ihm so... Au! Vor allem guck mal, wie das blutet. Ich meine, im Oberschenkel, na gut, die Arterie wird er wohl nicht getroffen haben, die ist weiter innen, aber das tut richtig weh und wenn er Pech hat, ist er dann noch gelähmt, das Bein. Oh, guck mal hier. Noch eine Zeitung. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich glaube, 11 oder 12. Suburban Wohnbauförderung. Schafft 10.000 neue Heime. Ja, ja. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. Und jetzt stirbt Sheldon. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hoped that you weren't involved. Thank you for your trust. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Was für ein dummes Arschloch, oder? Das gibt's doch nicht. Der hat ihn jetzt einfach... Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat er ihn jetzt erstmal ruhig gestellt, aber... Ich glaube nicht, dass der da rauskommt noch, der arme Junge. Der ist auf jeden Fall Geschichte. Oh, 11 von 13 erst. Ach Mist. Dachte ich, hätte alle... Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack! Call me an ambulance already! Nee, ich glaube, das lassen wir mal. Und wenn ich dich ja natürlich umbringen sollte, dann ist das halt so, ne? Ja, schon krass. Die ganzen Männer hier, die sind einfach nur alles zusammen in... Also wie so eine große Mafia-Familie ist das hier. War nicht so rum. Ich weiß, es tut weh und ich habe schon mal gesagt, das ist eigentlich nicht... Ah, guck mal. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Ja, Morelli, das waren die Toten, die Familie, die ganze. Boah, ihr seid solche... Aber wie halt einfach mal reinmarschiert und alle abknallt. Das ist schon fast zu verboten gut, einfach. Was haben wir denn hier? Stadt Los Angeles, Kalifornien, Polizeibehörde. Polizeilicher Einschätzungsbericht zu Dr. Harlan J. Fontaine. Dr. Harlan J. Fontaine ist an der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum L.A. beteiligt. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hat er große Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige ausgegeben, unter dem Deckmantel verschiedener Medikamente. Das ist schon bekannt, ja? Für seine Patienten. Zwischen dem 18. Juli und dem 3. September 1947 haben 22 unterschiedliche Personen... Moment...
unterschiedliche verdächtige Personen, die wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verhaftet wurden, angegeben, dass die Drogen Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurden, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigten Dokumente, die ihre Behauptungen unterstützten. Da die Verhaftungen von 4 verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurden, Central Hollywood, University und Highland Park, konnten die verantwortlichen Officers kein Muster erkennen und es wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Am 7. September 1947 wurde nach langem Verhör ein gewisser Doc Fontaine von Reginald Barclay als Partner aufgegeben. Siehe Verhörmitschnitt 5.10. oder irgendwas. Barclay gab an, dass Fontaine der Verkäufer in einem Deal mit Willie Baines, Bane Foster, erst nochmal noch aufstehend war. Foster ist im Sittendezernat des LAPD als Kurier für Meyer Harris Cohen bekannt. Am 29. August, dem 6. September und dem 12. September 1947 besuchte Fontaine einen Herrenausstatter auf dem Sunset Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Meyer Harris Cohen ist. Bei allen 3 Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. 2 Tage nach seinem letzten Besuch, am 14. September, wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von $4,000 in einem Haus in Brentwood zu seinem Lagerhaus von East Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand. Nach Ansicht dieses Officers spielt Dr. Harlan Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegt enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Ich empfehle, dass er überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Und es war natürlich Ray Roy. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Tja, der liebe Ray Roy. Warum aber dann Cole verpfeifen? Ich meine, er macht ja eh nichts, er hält ja die Füße still. Ja, das sind diese Lehren, diese Blanko-Schecks da. Ach Gott, Kinder. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Ach, das ist doch. Weißt du, das hätten wir nie gefunden mit Cole, weil er halt einfach zu sauber sein musste wegen der Polizei und. Aha, was haben wir denn hier alles? That's a hell of a payroll. Was, ha? It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt einfach abknallt. Das hätte ich jetzt nicht... Nee. Dass hier nicht schon irgendwie die Bundesarmee auf dem Weg ist. Ich meine, nach der Schießerei, wir haben jetzt gerade mal Dutzend Leute abgeknallt. Das 2 gesunde Hände, da steht ein Telefon, danke. Boah Leute, ist das krass einfach mal, wie er halt einfach reinmarschiert und wie ich halt immer sage. Auf jeden Fall, er marschiert da rein und macht einfach mal rein den Tisch und ballert alles weg und kommt so zu den Schlüssen, die er haben, die er
die er bekommen muss. Es hat eine persönliche Geschichte. Oh, der Superschnüffler. 5-Sterne-Achievement, irgendwas. Naja, Leute, das war's für den Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal wahrscheinlich schon Finale, obwohl jetzt mit dem DLC-Dingens, ich weiß auch nicht, ob das noch kommt. Ehrlich gesagt, wenn jetzt die Story abgeschlossen ist, möchte ich es nicht noch hinten dran schieben, weil das wäre ein bisschen lame, oder? Nun gut, danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten des Videos vor allem und wir sehen uns wieder zu L.A. Noire beim nächsten Mal. Macht's gut.